Im Regierungsviertel steht noch ein Stück Mauer. In wenigen Tagen wird ihr Fall im November 89 so lang her sein, wie sie einst gestanden hat. Trotzdem sind an vielen Stellen die Lebensverhältnisse Ost noch nicht auf Weststandard. Die ostdeutschen Ministerpräsidenten haben sich nun über Parteigrenzen hinweg verbündet. Mit einem Forderungskatalog gehen sie in die Koalitionsverhandlungen. Diese neue Regierung hier in Berlin muss einen richtigen Schwung geben für die neuen Bundesländer. Wir wollen, dass Behördenstandorte jetzt wirklich in den neuen Ländern aufgebaut werden, dass wir für den Strukturwandel in Mitteldeutschland im Lausitzer Revier ein klares Bekenntnis bekommen. Hier muss der Bund in den Fahrersitz. In einem Positionspapier haben sie konkrete Wünsche festgeschrieben. Dazu gehört die Sicherstellung der Ärzteversorgung in der Fläche, bessere Fernbahnverbindungen für Groß- und Mittelstädte sowie eine Strukturförderung nach 2020 für die neuen Länder. Und die Ministerpräsidenten fordern einhellig eine Aufhebung der Russland-Sanktionen. Sie würden nachhaltig der Ostwirtschaft schaden. Wir müssen feststellen, dass es kaum eine Wirkung gibt. Politisch hat sich kaum etwas bewegt. Es muss aber politisch gelöst werden, das Thema. Und dass man über Wirtschaftssanktionen an dieser Stelle kaum etwas erreichen kann, außer dass wir Unternehmen Schwierigkeiten haben, beziehungsweise Exportausfälle und auch Entwicklungsmöglichkeiten beschnitten werden. Einig ist man sich auch, dass es wieder einen Ostbeauftragten geben soll, angesiedelt im Kanzleramt, ganz in der Nähe vom letzten Stück Mauer im Regierungsviertel.